Ich werde immer wieder gefragt oder angeschrieben, kann man vielleicht bei mir Blut abnehmen und da kann man sehen, ob ich Darmkrebs habe oder die und die Erkrankung habe. Wir leben doch im 21. Jahrhundert. Wieso das nicht so einfach ist, aber natürlich die medizinische Forschung in diese Richtung geht, werde ich in diesem Video beantworten. Mein Name ist Dr. Eduard Karsten. Herzlich willkommen in Wuppertal. Also die Frage ist eigentlich ziemlich, ja, ist auch plausibel und logisch. In der medizinischen Wissenschaft wissen wir, dass wir manchmal im Blut gewisse Substanzen haben, die beim Vorliegen einer zum Beispiel Tumorerkrankung erhöht sein können. Ja, zum Beispiel, wir sprechen von tatsächlich Tumormarkern oder Onkomarkern. Also ja, das sind Substanzen, die von den Tumorzellen produziert werden oder von den normalen Zellen produziert werden als Antwort auf wachsenden Tumor. Ja, tatsächlich so. Und diese Substanzen können eigentlich dann erhöht sein. Können wir das zur Diagnostik benutzen? Bedingt, eigentlich nicht. Ja? Wieso? Also, Thema Darmkrebs. Beim Darmkrebs haben wir zwei Tumormarker, und zwar CEA und CA19-9. Also, das sind diese zwei Stoffe, die wir auch messen. Aber die sind nicht sehr spezifisch. Das bedeutet, die können auch so erhöht sein. Zum Beispiel, das muss nicht unbedingt auf den Darmkrebs hindeuten. Also das heißt, das bedeutet, das können auch bei Erkrankungen, auch nicht nur tumorösen Erkrankungen von Magen oder Leber oder Bauchspeicheldrüse eigentlich erhöht sein. Oder die Raucher haben manchmal zum Beispiel sehr erhöhte CA-Werte. Also das bedeutet, dass wir eigentlich keine Aussage treffen können bezüglich dieser Erkrankung. So. Das ist das eine. Deswegen sind die eigentlich für ein Screening, also für eine Screening-Untersuchung, überhaupt nicht zugelassen. Also wir messen diese Werte, die sagen uns was über den Verlauf dieser Erkrankung. Das bedeutet, wenn wir am Anfang, wenn wir die Diagnose gestellt haben, sind diese Werte relativ hoch und wenn der diese Erkrankung behandelt, müssen sie fallen. Das bedeutet, dass wir auch nach Abschluss der Therapie, nach Operation, vielleicht nach einer Chemotherapie, auch in der Nachsorge, dass die Patienten immer wieder in diesem Fall gescreent werden, wenn wir die Eingangswerte wissen. Und wir wissen, wenn dann auf einmal diese Werte hochgehen können, kann das auf ein Rezidiv hindeuten. Also für sowas sind die natürlich sehr gut. Es ist tatsächlich so, dass die medizinische Wissenschaft nach den neuen Biomarkern sucht. Das ist so, die Forschung geht natürlich in die Richtung. Das wird wahrscheinlich die Zukunft sein, aber momentan ist das noch nicht so. Also, das bedeutet, dass so einfach Blut abnehmen und einfach sehen, ob man Krebserkrankungen hat oder nicht, das funktioniert leider nicht. Also, wir müssen alle uns etwas gedulden, dass wir durch einfache Blutabnahme sowas feststellen können. Das wäre natürlich viel, viel einfacher für uns Ärzte, auch für die Patienten. Und auch die Akzeptanz für solche Screening-Untersuchungen und Vorsorgeuntersuchungen werden dann viel, viel höher. Also, wenn Sie jetzt wissen wollen, ob da was im Busch ist, ob vielleicht ein Darmkrebs, beginnender Darmkrebs da ist oder nicht, muss man tatsächlich einen speziellen Stuhltest machen. Es gibt demnächst auch ein Video bei mir auf dem YouTube-Kanal dazu. Oder Sie kommen zu einer Vorsorge-Darmspiegelung. Vielen Dank, dass Sie dieses Video bis zum Ende angeschaut haben. Falls das für Sie interessant war und wichtig war, teilen Sie es bitte weiter. Über ein Abo oder Like würde ich mich sehr freuen. Ihr Dr. Eduard Karsten.